Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video und heute reden wir mal darüber, warum Schweizer mutiger sein können als Zuzügler. Das hat natürlich sehr viele Gründe. Zum einen hat es natürlich finanzielle Gründe. Und darauf werden wir heute mal eingehen. Also lasst gerne ein Like da, wenn euch das Video gefällt. Kommentiert, was ihr kommentieren möchtet. Ich bin gespannt auf eure Meinung. Und wenn ihr euch für das Auswandern in die Schweiz interessiert, dann findet ihr hier oben unter auswandernschweiz.ch alles Nötige, was ihr wissen müsst. Und in unserer Community Auswandern Schweiz auf Facebook, Deutschlands größte Community zu dem Thema, da werden euch alle Fragen beantwortet. Schaut gerne mal rein und werdet Teil unserer Community. Ich würde mich freuen. Warum Schweizer mutiger sein können als Zuzügler? Grundsätzlich ist es ja so, dass die Schweiz viele, viele Jahre von Krieg verschont wurde. Das heißt, sie musste sich nicht wieder neu aufbauen, zum Beispiel. Es gab keine Unterbrechung im Aufbau von Privatvermögen zum Beispiel oder auch Familienvermögen. Also wenn die Familie es gut angestellt hat und zum Beispiel über viele, viele Jahre investiert hat und selbst nur ein kleines bisschen, ist es gut möglich, dass oder es ist tatsächlich so, dass die meisten Schweizer Familien ein sehr, sehr hohes Vermögen haben. Das Durchschnittsvermögen pro Kopf in der Schweiz liegt bei rund 650.000 Dollar, was brutal viel ist. Das setzt sich zum einen zusammen aus zum Beispiel Immobilienbesitz oder auch Geld, was in der Pensionskasse liegt, ja, und natürlich den Gesamtfamilienbesitz über die Jahre, der sich einfach angehäuft hat. Eine Grundregel im Investieren ist, hast du wenig Geld, brauchst du viel Zeit. Denn dann bringen dir auch kleine Schritte im Finanzmarkt, also immer kleine Investitionen über die Jahre durch den Zinseszinseffekt, bringen dir viel Erfolg. Nicht jedes Jahr läuft natürlich gut die Börse, ja, es gibt Jahre, da stürzt sie ab und auch mehrere, wo dein Depot vielleicht im Minus ist. Und dann gilt es weitermachen, Disziplin haben, nicht so viel nachdenken, diese Dinge halt. Aber wenn du jetzt nicht so viel Zeit hast, dann brauchst du zum Beispiel sehr viel Geld, um in kürzester Zeit das Gleiche zu erreichen. Jetzt überleg dir mal, es ist zum Beispiel so, wenn du jetzt ein Kind hättest, dann wäre eine sehr gute Möglichkeit, die Hälfte des Kindergeldes ab dem ersten Tag der Geburt in einen Fonds-Sparplan zu stecken oder ETF-Sparplan oder überhaupt das zu sparen. Dann kriegt das Kind, ich glaube, bei einer relativ normalen Performance um die 60.000 Euro oder Franken, wenn es 18 ist. Und jetzt stellt euch das mal vor, hier gibt es ja ein bisschen mehr Geld auf die Hand. Über Jahre hat man das jetzt gemacht. Dann haben Familien Depots, die über 2, 3, 4, 5 Generationen weitergegeben werden. Das heißt, es braucht einfach nur ein bisschen Disziplin bei einer Generation und alle nachfolgenden Generationen müssten nicht mehr arbeiten. Und diese Familien gibt es natürlich hier in der Schweiz. Also es gibt sehr reiche Familien, die sich auch eher dezent halten. Ja? Also die sich eher verdeckt halten, nicht so im Rampenlicht stehen. Natürlich, man will auch ein ruhiges Leben haben. Also es ist nicht immer toll, in den Medien zu stehen. Man wird viel verurteilt, bewertet und so weiter. Von daher halten sich viele Familien verdeckt. Von denen habe ich jetzt schon ein paar getroffen. Und das ist ganz spannend. Also da, ja, die Werte teilweise sind halt sehr, sehr surreal oder auch wie das Leben ist, ist einfach komplett surreal. Und es ist tatsächlich auch nicht immer so leicht, wenn man wirklich reich ist. Hört sich jetzt komisch an, aber du verlierst natürlich komplett ja, die Motivation und Disziplin, Dinge zu tun. Es sei denn, du findest dein Herzensprojekt, wo du dann all in gehst und wirklich gern dabei bist. Aber der Ansporn, Dinge zu tun, der geht natürlich verloren. Und überhaupt mit so einem hohen Gehalt, ich sag mal, in Deutschland, ja, du gehst oft arbeiten, weil du auch Geld brauchst, weil dein Geld am Ende des Monats einfach alle ist und du Neues brauchst. Hier in der Schweiz ist es meist nicht so. Das heißt, du sparst ja mehr nach und nach. Wenn du ein bisschen mit Geld umgehen kannst, dann kannst du hier sehr, sehr gut sparen. Und dann ist es natürlich schwierig, wenn du jetzt hier 6.000, 7.000 netto oder so verdienst, ja, und irgendwann mal wieder nach Deutschland musst, kann ja sein, und auf einmal verdienst du nur noch 2.000, 5.000, 3.000, dann dieser Gehaltssprung ist ja enorm. Und es ist natürlich schwer, sich auch zu motivieren, ja, wenn du mal so ein hohes Gehalt hattest, jetzt Motivation zu finden für ein niedriges, schwierig. Also das ist natürlich der erste Aspekt, warum die Schweizer mutiger sein können, weil es eben oft große Familien, ja, Vermögen gibt. Und sei es überhaupt nur ein Haus. Weißt du, wenn du ein Haus in der Schweiz hast, dann bist du an sich Millionär. So, weil Immobilienpreise sind so brutal gestiegen in den letzten Jahren. Ja, das ist interessant. Ne? Also es wird jetzt immer neuer Wohnraum geschaffen, aber irgendwann ist auch vorbei. Da ist die Schweiz quasi voll. Ja, also es wird natürlich immer teurer und somit werden Immobilien immer wertvoller. Und dann ist es oft so, dass viele, sage ich mal,
200.000, 300.000 auf dem Konto liegen haben. Das ist hier wirklich nicht selten, ja. Und es ist auch nicht so super schwer, diese Summe zu erwirtschaften. Wenn jetzt, sage ich mal, ihr seid ein junges Pärchen, unverheiratet, jeder verdient 5.000, 6.000 netto, ihr habt keine hohen Ausgaben, dann habt ihr im Monat 6.000, 7.000 netto zur Verfügung. Ja, und da kann man ziemlich schnell gutes Vermögen aufbauen. Und dann hast du natürlich viel mehr Geld rumliegen, also bist du auch ein bisschen mutiger in deinen ganzen Entscheidungen. Du bist vielleicht eher dabei, mal ein Unternehmen zu gründen. Und auch Unternehmertum wird in der Schweiz hier sehr supported. Also es ist hier deutlich leichter, Eigenverantwortung zu übernehmen. Und die Schweizer Wirtschaft ist auch darauf ausgelegt, Unternehmertum zu unterstützen. Wenn ihr Unternehmer seid oder so, ihr könnt euch gerne mit mir vernetzen. Schickt mir mal eine Anfrage bei LinkedIn. Wir haben auch ein großes Netzwerk in der Schweiz, um sich gegenseitig zu supporten. Das wäre natürlich super. Also ja, fragt einfach mal an. Und der nächste Grund, warum Schweizer mutiger sein können, ist, weil die Bevölkerung oder weil das Land sich gegenseitig unterstützt. Das war am Anfang, wo ich hergekommen bin, sehr komisch für mich. Und ich dachte mir, die können doch nicht alles toll reden und schön reden und sagen, oh, das ist so super, das ist gut und das ist eine ganz tolle Idee und so. Denkst du, das gibt's doch alles schon. Wieso sagen sie das jetzt? Und es hat Ecken und Kanten, das Produkt. Also es ist wirklich nicht so optimal, aber trotzdem wird gesagt, super schön und klasse. Und auch wenn du ein paar Schweizer kennst und du bist jetzt in den Kreisen drin und so, und dann macht sich jemand selbstständig, dann ist es wirklich so, das geht rum, wie in so einem Dorf, ja, wie Stille Post. Ha, der macht jetzt das und das. Und dann wird auch zu dem gegangen. Dann wird der auch unterstützt. Und das ist super, super gut. Ja, sehr, sehr wichtige Sache. Und in Deutschland findet das an sich nicht statt. Da wird eher jemand belächelt, der irgendwas Neues startet. Ja, und es schwer hat am Anfang oder so. Auf den dörflichen Regionen oder bei uns im Osten, Spreewaldregion, da gibt es das auch noch. Ja, da ist auch noch ein sehr enger Zusammenhalt und Support. Aber natürlich auch viel Vetternwirtschaft, muss man einfach mal sagen. Ähnlich eben in der Schweiz, aber da kannst du dir dann halt auch sicher sein, dass wenn du was startest, das Land steht hinter dir, die Leute stehen hinter dir und dann kannst du einfach mutiger sein. Für Ausländer ist es natürlich sehr schwer, ein Netzwerk in der Schweiz aufzubauen. Deswegen habe ich zum Beispiel auch diese Community gemacht oder deswegen vernetze ich mich auf LinkedIn, stehe viel im Austausch mit den Leuten, weil es einfach super schwer ist, ein Netzwerk hier aufzubauen. Aber lasst euch nicht entmutigen, es ist nicht unmöglich und viele haben es geschafft. Und bisher kann ich euch sagen, hat es auch jeder in die Schweiz geschafft, der hier irgendwie her wollte. Ich würde vielleicht nicht unbedingt als Selbstständiger direkt auswandern. Das kann funktionieren, ist natürlich brutal schwer. Selbstständigkeit an sich ist ja schon schwer. Aber in einem Land, wo du kein Netzwerk hast, wo du noch niemanden kennst, wo du, ja, ich würde es nicht unbedingt empfehlen, dann vielleicht eher Festanstellung und nebenbei irgendwas gemacht oder so und dann nach und nach den Switch gemacht. Und es gibt nur wenige Gewerbe, wo das funktioniert, zum Beispiel in der IT-Branche, vielleicht im Handwerk, man weiß es nicht, aber auch hier gibt es sehr viel, ja, unterstützende Wirtschaft im Handwerk, also es ist nicht immer so leicht. Bei mir hat mal jemand geklingelt und der hat mir seine Visitenkarte gegeben. Der ist wirklich durch Basel gelaufen und hatte einen Schreinerbetrieb und hat bei jedem an der Haustür geklingelt und seine Karte gegeben. Hat gesagt, er ist gerade hier in die Schweiz gekommen und sucht Aufträge, Unterstützung und ja, fand ich super, super stark. Und das würde ich tatsächlich auch so machen, wenn ich nichts zu tun hätte. Ich würde keine Minute still sitzen und ich würde Werbung machen oder ja, irgendwas, eben, dass die Leute mich kennenlernen. An dieser Stelle noch kurz Werbung in eigener Sache. Das ist mein Buch, Warum Mülltonnen nicht stinken. Es sind Patientengeschichten, was ich erlebt habe, sehr traurige, sehr schöne Geschichten, aber auch, ich würde mich freuen, wenn du mal reinliest. Lange Rede, tiefer Sinn auf jeden Fall. Und ihr könnt mir ja mal schreiben, was ihr denkt, warum Schweizer etwas mutiger sein können als Ausländer zum Beispiel. Das würde mich mal brennend interessieren. Auf auswandernschweiz.ch findet ihr alles zum Auswandern in die Schweiz. Der Blog wird immer, immer größer. Und auf unserer Facebook-Gruppe, da seid ihr auch gut aufgehoben. Kommt gerne mal rein und stellt jede Frage, die ihr möchtet. Und wir sind da für euch. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Abonniert kostenlos unseren Kanal, um kein weiteres Video mehr zu verpassen. Ich sage ciao, macht's gut, bis bald.